So, in der Zeit, wo die Jungs da jetzt erstmal ihre Anhänger ankuppeln, sage ich mal Hallo noch an YouTube. Was? Ja. Ach so, Video, ich, ja. Ich nehme das Ganze wieder mit. Das möchte ich nicht. Pech. Möchte ich. Das möchte Tommy, du, ich nicht. Tommy, du hast bei mir unterschrieben, dass ich mit deinem Namen und deiner Stimme machen darf, was ich will. Deswegen kommst du jetzt auf YouTube. Das Bist kann man auch ganz komisch auslegen, René. Ja, du ja, auf jeden Fall. Ja, Gecko, was meinst du wohl, wieso ich sonst auf dem Soundboard ich beam's doch, Tommy, ich komm aus dem Osten. Habe, ohne dass Tommy mich bisher verklagt hat? Oh, Gecko, fährst du da wirklich einen kackbraunen LKW, Alter? Nein, Karamell-LKW. Alter Falter. Ach du Scheiße. Sicher jetzt nee, erst. Ist das ein Silber? Was ist das für ein Babyblau, Mann? Das ist die Standardfarbe, die hat Simon auch drauf. Nur habe ich noch die orange. Nee, Simon Akzente ist weiß. Simon ist weiß? Simon ist weiß, ja, und hat einen hässlichen Bullfänger vorne dran. Sag mal, Kenny, bist du eigentlich blind oder doof? Nee, als er eben im Schatten neben mir stand, sah das noch. Aber jetzt mal real talk, also ihr Cockpit von dem Ding geht echt klar. Ja, das geht schon. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wo wollen wir hinfahren? Wir gehen Radio nochmal an. Auf Position R. Was? Bild hoch. R wie Radio. Da kannst du das einstellen. Oh, Tommy mit dem LKW im Zaun drin, ne, bei mir. Weil du die kleine Garage hast. Ich hab die große. So. Der Tommy hat gleich richtig gegönnt, der... Also von Lissabon, René, dann von Lissabon aus oder was, ne? Ja, genau, also das zählt hier als Lissabon, leider. 12 Millionen leider. Oh, ich hab... Ich könnte nach Istanbul. Nee, du könntest das nicht. Weil du kannst nämlich keine LKW fahren. Okay. Oder nach Finnland. Finnland wäre doch auch eine Option. Also ich hätte jetzt Paris vorgeschlagen, dann könnte ich nämlich Autos transportieren. Frachtmarkt. Wir können natürlich auch nach Rumänien oder nach London fahren. Alter, da kann ich eine Yacht mitnehmen. Du kannst mitnehmen. Ja einmal durch ganz Europa hämmern, Alter, wenn das ist. Ja, du hast. Stell dir mal vor, wie das wird, wenn jetzt noch das Russland-DLC kommt. Da sind wir Tage unterwegs. Von dem Ort, wo wir jetzt sind, kann ich nichts fahren. 24 Stunden Stream in. Was, kannst du nichts fahren? Wo musst du nach Frankreich hin? Simon, dann mach mal Schnellreise hin und wieder zurück, dann solltest du wieder Aufträge haben. Oder geh schlafen, falls du müde bist. Alkoholfreies Bier. Ne, das fahr ich nicht. Ja, und Scheiß Frankreich finde ich gut. Wo musst du hin? Frankreich komme ich tatsächlich nicht drin. Also ich hätte halt was nach Paris, was Geiles. Paris. Ja, könnte ich, also... Ich meine, das schließt natürlich auch mit ein, dass wir danach entweder Richtung Großbritannien fahren könnten oder Richtung Deutschland. Also ich hätte was nach, kann ich aussprechen, Orleans, keine Ahnung. Orleans. Da würde sich anbieten, Paris-mäßig. Ja. Ist zwar Mineralwasser und das finde ich ein bisschen widerlich, aber was soll ich machen? Ist russisches Wasser, Tommy, geht in Ordnung. Ach so, okay. Ja, dann ist okay. Dann gucken wir noch, ob Simon jetzt gleich was hat. Ich könnte theoretisch von hier aus erstmal bis irgendwo Mitte Spanien, von dort aus mal weiter gucken. Ja, wenn das so, wenn man in Spanien ein paar Umwege fahren, ist das auch nicht schlecht. So eine kleine Spanien-Tour. Immer noch nichts von dem Ort fahren, irgendwie komischerweise. Du hast einen Auflieger dran? Ja. Pack den mal weg, zur Not. Ja, dann guck bei bei Aufträge. Soll ich das annehmen? Auch nicht. Frankreich. Ja, will ich machen. Wenn wir jetzt drei Leute haben, die in die Richtung fahren können, dann... Okay, dann nehme ich das mal an. Also ich müsste dann über Saragossa fahren. Saragossa fahren. Das ist Ende Spanien, Anfang Andorra. Achso, ja. Ja, das passt. Ja, Aufträge habe ich auch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ich damals in den Age of Empires Kampagne ein bisschen aufgepasst hätte, wüsste ich auch, wo Saragossa liegt. Aber ich glaube, da habe ich. Ich gehe nochmal gerade aufladen. Ja, ich muss auch meinen Auflieger holen. Ich fahre jetzt auch aufladen. So, meine ersten 10 Meter durch Spanien, ich muss sagen, gefällt mir. Sieht gut aus hier. Ich habe noch keine Aufträge. Was ist das für ein Müll? Oh, ich habe diese Differentialspanne. Dann versuch mal zu schlafen. Normal. Also, normalerweise reicht es, wenn du einmal Schnellreise irgendwo anders hin machst und dann wieder zurück. Aber du musst wirklich woanders hin. Du kannst nicht Schnellreise im selben Ort machen.
Nee, nee, hab ich doch gemacht anders hin. Okay. Ich muss nochmal die Spiegel einstellen, das geht doch nicht. Ich muss gleich meine ganze Sitzposition, glaube ich, einstellen. Ich sehe die Spiegel kaum. Das hat er schon mit eingestellt. Guck jetzt nochmal. Wo muss ich denn hier hin? Ne, das ist. Wo, was hab ich denn jetzt verstellt? Ein riesen Logistikcenter hier. Soll das hier ein Dacia-Verschnitt sein oder was ist das? Nur Aufträge von hier. Ist doch zum Kotzen, Alter. Geht aber nicht? Nee. Das ist auch cool. Ich hab 4% Aufliegerschaden und hab meinen Auflieger noch nicht mal angekuppelt. Cool. Das ist nicht gut, prinzipiell. Ja, vielleicht war davor schon beschädigt. Ja, der Auflieger ist gerade im 90-Grad-Winkel senkrecht gespawnt. Oh, das läuft. Aber jetzt steht er wieder, also es. Ach, senkrecht geht noch. Ups. Wo ist Marcel? Der ist braten. Oh Mann. Marcel hat wichtigere Hobbys als Bier. Fleisch essen und so, ne? Ja, im Gegensatz zu seiner Freundin, ja. Also, Marcel macht einen schönen Bratabend. Das war kein Unfall, das zählt nicht. Ich meine, Chat, das kennt ihr doch alle, wenn man so abends mit Freunden auf dem Balkon sitzt, sich ein paar Würstchen dreht. Oh, es ist doch in Ordnung, okay? Wir haben es doch mittlerweile alle kapiert, dass ihr alle keine Kultur kennt. Ist doch okay. Was war das Letzte? Ist doch okay, was Letzte. Pass mal auf. Nur weil du in der Eidechsenfamilie groß geworden bist, ja? So? Nicht. Kann man nicht wahr sein, ja. Jetzt ist die Frage, wo ist der Rest von euch hin? Wo treffen wir uns am besten? Das da muss dann Tommy sein. Nee. Simon, du bist noch bei der Garage, oder? Ja, wie gesagt, ich kann nichts annehmen. Keine Aufträge. Ja, lad nochmal neu rein. Muss laden, genau. Tommy, wo bist du jetzt hin zum Aufladen? Warte. Marcella. Ich muss nach F3. Achso, stimmt, das sieht man also nicht. Moment. Wenn du durch eine Mautstelle fährst, dann musst du wahrscheinlich hier Richtung Norden gerade. Ja, das ist über Lissabon. Transport ist Calaberi. Oder was? Caballeri. Ah, okay, da ja. Dann, da oben ist auch die Werkstatt. Dann können wir uns ja da oben an der Werkstatt treffen. Da ist die Werkstatt? Ja, da ist die Werkstatt. Ah ja, tatsächlich. Ja, und dann ja, treffen wir uns da oben an der Werkstatt. Didi, was macht's? Achso, das wollte ich werden. Wie geht's dir? Wie jetzt eigentlich? Ich muss sowieso nochmal kurz zur Werkstatt dann. Es gibt nichts Wichtigeres als Bier, das sieht aber auch nur Tommy so. Bei Marcel ist definitiv Fleisch wichtiger. Das ist richtig. Ja, muss nicht mal Fleisch sein, um zu irgendwas zu essen. Ja, gut, aber in der Regel ist es Fleisch. Es ist richtig. Immer noch nicht, das gibt's doch. Alter, jetzt! Immer noch nicht! Wieso kriegst du keine Aufträge von hier? Lissabon kann ich anfangen, aber da, hier in diesem Ort nicht. Ja, Lissabon ja, ist Lissabon. Du musst von Lissabon anfangen. Ja. Oh, Simon! Nicht schlecht. Gut, dann nehme ich, Und ich bin mir relativ sicher, Paris ist nicht mehr Paris, zu helfen. Frankreich. Ja, genau, das ist es. Simon, hauptberuflich Profi, was? Was ist eigentlich mit Dommel? Warum ist der so ruhig? Ich vermisse ihn langsam. Weil der gestummt ist. Auf diesen Schock erstmal einen Schluck, ja, würde ich auch machen. Gott, warte mal, wo zeigt denn der her? Wo zeigt der denn nur bitte die Dings an? Das ist Licht, klar. Was zeigt er an? Tempomat.
Tempomat ist, glaube ich, dann links neben dem Tacho da. Dem Tacho? Also auf dem digitalen Tacho müsste er links daneben deine Geschwindigkeit anzeigen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Jetzt sollte grün, er tun. Ich sehe die Ampel nicht. Ja. Ach doch, tatsächlich, warum konnte ich das jetzt die ganze Zeit nicht anstellen? Geht erst ab 30 km/h. Ja, nee, das ist mir schon klar, aber das darf gerade irgendwie nicht. Okay, perfekt. Läuft. Ich muss ja sagen, so mit diesem Tablet hier vorne drin als Navi, das gefällt mir. So von innen geht der echt klar. Ach, ich wollte die Sitzposition noch ändern, fällt mir gerade ein. Ach ja, dann muss ich mal gleich mal angucken, wie du es mit Tablet hast. Also das jetzt mit Paris habe ich zwar nicht, aber ich habe einen Vorort. Ja, Hauptsache so Richtung Grenze, ja. Dann... Nach der Grenze, das ist ein zweiter Ort irgendwie. Ist ja. Jetzt ist die gute Frage, wo ist denn die Werkstatt? Oben rechts neben Ikea auf diesem, wo die, also die Firma, die da rechts neben Ikea ist. Rechts von der Autobahn. Da ist die Werkstatt. Firma rechts der Autobahn neben Ikea. Ich habe mich mal eine Frage, hast du bei dem Video? Was habe ich nachgesprochen? Das Video. Ja, wie meinst du? Er meint wahrscheinlich, ob du das nachsynchronisiert hast. Nee, habe ich nicht, nein. Das hört man doch, oder? So viele Verspeicher, wie ich da drin habe, das ist eindeutig live. Oder, also live in Anführungszeichen. Mein Navi ist da. Das Tablet. Das ist hier... Ah ja, warte, ich mach kurz deinen Stream auf. Ja, mach mal. Ich lass mal die Kamera an sich gerade. So, Spiegel braucht kein Mensch. Kann ja auch so fahren. Ist es normal, dass mein Navi mir anzeigen würde, dass ich erst am nächsten Tag um 3 Uhr ankommen würde an der Werkstatt? Das musst du. Es kommt drauf an, wie du deine Route eingestellt hast. Ich muss jetzt dein Navi zeigt ja sowieso immer vom Endpunkt aus an. Nichts passiert. So, Tommy, hast du gesehen, mein Navi? Ne, warte, ich bin gerade, so. Ich musste gerade, ich hatte beinahe... So, Handy am Steuer wieder, ne? Ja. Schlimme Sache auch noch. Okay, spanische Maut, kann man da einfach durchrasen? Hier, komm, die Mitte sieht frei aus. Ja, kann man. Oh Gott, die sieht eng aus. Oh, okay. Was? Nix für mich? Ich glaube, das war Millimeterarbeit. Ich konnte nicht in die Spiegel gucken. Ich glaube, ich mach das 100, auch so. 140. Das ist erstmal schlecht. 140 Kilometer fahren irgendwie, komischerweise. Also ich finde das hier so mit dem Tablet. Also ich müsste 1090 Kilometer fahren. Ich lade jetzt erstmal und dann baue ich nochmal meinen LKW schnell um. Nein, also, ich hatte keinen Unfall, ich bin nirgendwo angeeckt. Aber das Tablet ist mal so ein schönes, großes Navi. Das sieht man wenigstens auch mal. Ja, das... Stimmt. Oh, hier schön mit dem Nebel über dem Wasser. Fahre ich überhaupt noch richtig? Ja, okay. Wo müsst ihr hin? Also zum Dingens abholen? Zur Ware? Tommy ist da rechts Simon, neben stell Ikea. Dich doch einfach Mitte drauf. Mineralwasser. Russisches Wasser. Ey, da darf ein Schraubhuber transportieren, will ich auch. Also wären wir nach London gefahren, hätte ich eine Yacht transportieren können. Voll geil. Aber ich wollte jetzt erstmal Autos mitnehmen. Muss ich überhaupt hier hinten hin? Warte mal. Wait. Stehen einfach 4 Pylonen mitten auf der Autobahn rum. Hier stehen nochmal 3 Pylonen rum. Ich muss genau dahin, wo ich hin muss, oder? Nein, ich fahre jetzt zum Treffpunkt, Simon. Okay. Wo stehen LKW? Also ich muss sagen, ich hoffe, ich fahr zum Treffpunkt so. Die Standardkarten werden echt von DLC zu DLC besser und schöner. Kann hier ja schon fast mit Frohmods mithalten. Oh, das war aber eng, ja. Warum hältst du an? Ich muss auf die Karte gucken. Mein Fahrer ab. So, da übers Kreuz, dann da rüber. Und dann weiter da hoch. Okay. Ich weiß nicht, wo wir uns treffen, weil irgendwie haben alle durcheinander geredet und... Werkstatt. Bei der Werkstatt. Die ist bei der Firma rechts neben Ikea. Also auf der anderen Seite von der Autobahn von Ikea. Ja, ich glaube daneben ist die Firma, die Transporters... Genau, da holt Tommy ja, dann seine Fracht ab und... Da muss ich auch mal den Fahrer abholen.
Ja, dann passt das ja. Es ist gerade übel gechillt, der Root Sandstorm in der Zeit jetzt gerade zu hören, ey. Sandstorm ist doch eher so das Rausschmeißerlied für Stream ist zu Ende. Was? Sag jetzt. The Root Sandstorm. Achso. Man könnte natürlich auch für ETS mal Schlager anmachen, ne? Nein. Soweit kommt's. Das wäre mit Sicherheit sehr interessant. Scania-Händler? Ah, wartet. Achso, die Werkstatt ist ja. Oh, Audi! Also, Tommy, du wirst diese Werkstatt gerne besuchen. Das ist nämlich eine Scania-Werkstatt. Ja, das ist eng, Alter. Ah, okay, das ist zu eng. Hast du Double-Trailer, oder? Nee, aber der Kollege war der Meinung, er müsste jetzt hier unbedingt reinfahren und lässt mich einfach nicht raus, der Sack. So, erstmal auf dem Behindertenparkplatz parken. So. Puh, da, wo es passt bei dir halt. Okay, das war leicht angeeckt, aber das ist okay. Ah, guck mal, es geht doch. Ja, ich weiß, Druckluft. Die Schaden am LKW bekommen ja natürlich. Ist aber auch scheiße schwer, der Kran jetzt hier mit 24 Tonnen, also leck mich in der Tasche. Und Kran fährst du? Okay. Kran? Hast du nicht gerade Kran gesagt? Oder nee. Kram? Nee, leck mich, der ist scheiße schwer, hab ich gesagt. Ich bin schon mal angeballert. Gecko ist irgendwo hinter mir, glaube ich, ne? Ladung drauf? Nee, oder? Was ist? Ob du Ladung drauf hast. Ja, aber nur 5 Tonnen. Ist ja nichts. Ich hab 8. Was? Ach, das ist. Ah, fuck, das ist der Händler und nicht die Werkstatt. Wo ist denn die Werkstatt? Seit doch, die Werkstatt ist beim Händler. Hier, wo ich gerade stehe, ja. Tommy. Seit wann gibt's denn ein Cabrio und ein LTS? Das ist so ein Patreon-Fahrzeug. Gibt auch so einen VW-Bus irgendwie artig. VW-Bus. Ja, den kann gerade jeder spielen. Und das Cabrio ist für Unterstützer. Keine Druckluft mehr, scheiße, mitten auf der Straße. Fuck. Wenn Marcel jetzt mitspielen würde, er dir damit 80. Oh, da kommt einer angeballert. Ich kann gerade nicht fahren, sorry. Ja, ja jetzt doch... weiß ich aber, was du mit dem Fippel oben meinst, René. Ja, die stehen einfach so rum, ne? Auf der Brücke da, ne? Danke für den Verlot, Tim. Ah, furchtbar. So, sitzen ein bisschen weiter zurück und an die Tür passt. Ja, machen wir so die Höhe. Kann. Wasser ist nass. Was ist nass? Wasser. Wasser? Für einen Kreisweg, ey, ist doch gar keiner. Ach da, oh. Finde ich gut, Standard dass, Evolution. Finde ich gut, dass gerade hier das Knight Rider Theme läuft bei mir. Oh schön, die Sonne scheint und Tommy steht hier mit Scheibenwischer. Hier, LKW stehen hier rum, alles klar. Oh, da sehen die Sitze viel geiler aus. Aber oh, gut, da guck mal, ihr seid. Also, ich habe jetzt dieses schwarz-rote Innendesign hier mit dem Tablet. Ich verkrümel mich erstmal. Tschüssi. Bis dann. Ja, ciao. Bis später, tschüss. Ciao. Oh, ich hab's glaub geschafft. Yay. Hallo? Da. Ah, da ist so. Gecko. Yo, Gecko ist da. Lang LKW, ernsthaft. Irgendwie sieht
Meine Damen und Herren, auf der rechten Seite sehen Sie gerade, wie sich ein Renault mit einem Scania paart. Aha. Ach, das sind zwei klar. Renaults gerade drin in dem Scania. Oh, das Standard. Ja, dass du wieder drin steckst, war klar. Ich kann mich nicht entscheiden. Nimm einfach alles. Ja, würde ich ja gerne, aber was? Ich würde wieder das Tablet haben, aber da sehen die Sitze kacke aus. Die Sitze siehst du eh nicht während der Fahrt. Nein, das stört mich. Ich hab Perfektionist und so. Blacky, falls du noch im Chat bist. 1 in den Chat, wenn Tommy die geilen Sitze nehmen soll. 2 in den Chat, wenn Tommy das geile Tablet nehmen soll. Gibt's das Tablet echt nicht bei den anderen Sitzen? Ne, das ist super schade. Ich finde die Sitze jetzt auch nicht so schlecht hier, dieses Schwarz-Weiß mit dem roten Gurt. Aber so sind sie schwarz-rot. Aber nein, ich nehme das Tablet weiter, ist einfach keiner. Ich habe eine schwarz-grau-rote Decke hier hinter mir liegen, das reicht. Ja, die habe ich auch, ja. Standard Mobile. Evolution nehmen wir so. Dann gibt es statt dem Mobile-Phone gibt's das Tablet. Hier gibt es noch ein Handy, bei Handy ist immer gut. Besonderer. Tommy, du kannst in der Werkstatt den Spiele-Gaming-Chat da lesen? Nee, warum? M&M Ossi Power wünscht eine gute Fahrt. Ja. Danke. Ah nee, das ist Dragon. Reden wir Tommy im Chat schon wieder Mach ab hier. Mach denn der Spaß, die sollen mal rausfahren da, Mann. Kein Alkohol am Steuer. Ja, kein Alkohol am Steuer ist auch wichtig. Ein Schlagloch und die ganze Scheiße ist verschüttet. Das ist aber auch ein fettes Tablet, Alter. Leck mich in der Tasche. Ist ja voll geil. Ist schon geil, ne? Wir haben ja gerade ein GSK aus. Dezent. Simon, was machst du da? Warum stehst du quer auf der Straße? Rein wollte und der Affe irgendwie kam raus. Affe. Immer diese Beleidigung. Okay, wer von euch muss jetzt zuerst abliefern? Ich. Gecko, du musstest nach Saragossa, ne? Ich muss nicht ganz nach Saragossa, glaube ich, oder? Muss ich nach Saragossa? Zu welcher Firma? Ich muss nur... Doch, ich muss nach Saragossa, und zwar ist die Firma nicht eingezeichnet. Saragossa, Nähe der Werkstatt. Okay, dann... Die Firma ist nicht eingezeichnet, da bei den 3 Fragezeichen in der Werkstatt. Da wir Unfälle bauen unterwegs, markiere ich mir einfach die Werkstatt. Ja, hat's gut an. Gut, dann... Fragezeichen, Alter. Ich bin nicht im Moment nochmal voll auf dem Trip. Ey, wissen da was? Die mache ich mir jetzt gerade noch an vorher. Alter. Ich wollte jetzt gerade losfahren, damit wir hier auch endlich mal zu was kommen. Nö. René, man ist es von deinen ETS-Videos eh gewohnt, dass man vor der ersten Folge nicht losfährt. Die geht aber schon 24 Minuten. Ja, da musst du halt ausnahmsweise doch mal was schneiden. Das ist schon wieder eine Folge nur rumstehen. Wobei, nein, ich bin ja zur Werkstatt gefahren. Passt schon. Ich bin ready. Nimm ich doch das Gut, einmal. Gut, ich fahr jetzt... Tommy. Du kannst ja in Saragossa wieder wechseln. In Saragossa kannst du dir wieder die anderen Sitze einbauen. Ich will jetzt los. Nee, bau ruhig noch ein. Bei mir muss Spotify erst noch hochladen. Nein. Oh. Wir fahren jetzt. Wo habe ich mir jetzt 7% Aufliegerschaden geholt? Als ob ich jetzt mit dem Auflieger irgendwo gegengefahren bin. Das war sein. Natürlich, ich fahre nicht hinter Gecko. Ja, dann drängel dich jetzt vor, dass du vor Gecko da rauskommst. Ich hoffe, du hast No Collision Zone. Ja, ist auf der Firma immer. Okay, Simon fährt vor. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Keine Ahnung. Warte, Gecko. Oder du. Egal. Jeder fährt vor, außer Gecko.